Oh, nee. Auch nicht. Programm. Korallendatenverwaltung. Den wollen wir doch mal hochladen, ne? Morgen. Die Übertragung wurde unterbrochen. Etwas oder jemand. Scheiße. Hier spricht Commander Walter Dahl. Der Transtar-Vorstand hat mich ermächtigt, die Kontrolle über die Talos 1 zu übernehmen. Mit sofortiger Wirkung. Alle Mitarbeiter haben sich umgehend beim Shuttle-Dock zur Evakuierung. Guten Abend, Tal. Eine Sache noch. Alex und Morgan Yu sind ihres Amtes enthoben. Ab sofort darf niemand ihre Anweisungen befolgen, noch ihnen irgendeine Art von Hilfestellung leisten. Dahl over. Die Kacke dampft da sehr? Wir haben fucking Laser? Autschi! Wir sind ausgesperrt. Das ist Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme der Talos 1 unter Kontrolle. Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste... Oh, Alter! Piep! Hab ich den denn getan? Jedenfalls nicht mal wohl der Liebling unserer Eltern. Morgen. Die Übertragung wurde unterbrochen. Etwas oder jemand. Scheiße. Hier spricht Commander Walter Dahl. Der Trent. Der Vorstand hat mich ermächtigt, die Kontrolle über die Talos 1 zu übernehmen. Mit sofortiger Wirkung. Alle Mitarbeiter haben sich umgehend beim Shuttle-Dock zur Evakuierung einzufinden. Guten Abend, Tal. Eine Sache noch. Alex und Morgan Yu sind ihres Amtes enthoben. Ab sofort darf niemand ihre Anweisungen befolgen, noch ihnen irgendeine Art Grüße, die Manuel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Wir sind ausgesperrt. Das ist Dahl. Er hat bereits alle wichtigen Systeme der Talos 1 unter Kontrolle. Ich muss zugeben, unsere Eltern haben mich enttäuscht. Ich wusste, sie haben eine Geheimwaffe. Aber ein kleiner, naiver Teil in mir hat geglaubt, sie würden sie nicht gegen ihr eigenes Fleisch und Blut einsetzen. Wir werden diese Korallendaten nicht durchkriegen, wenn wir nichts unternehmen. Es gefällt mir zwar nicht, aber du musst irgendwie in sein Kommandoshuttle gelangen, seinen Zugangspunkt finden. Seine aber Verbindung kappen. Will ich mal durch? Ja, jetzt. Ich hab da nämlich keine Chance. Mal alles einkassieren, was man einkassieren kann. Morgen. Dahl wird wissen, dass sie kommen. Das Transtar-Personal ist mit Tracking-Armbändern ausgestattet. Seine Operator sind zweifelsohne schon unterwegs, um sie zu retten. Diese Armbänder werden in der Datenzentrale angelegt und entfernt. Untersuchen Sie das, falls Sie unentdeckt bleiben möchten. Ich möchte unentdeckt bleiben. Sowas von. Eine Nebenmission, ne? Tracking haben. Ja, aktivieren wir mal. Halten. Als Kommandoschiff Shuttle-Dock. Da will ich jetzt nicht hin. Wo die Alex Zündschlüssel habe ich immer noch nicht gekriegt. Bruder, ne?
Alles top, thank you. Und bei dir auch wieder alles gut? Ja, bei mir ist auch wieder alles gut. Bei mir ist auch alles wieder gut. Und schnell durch. Morgen. Ich habe die Ankündigung gehört. Nein, nein. Ich gebe sie nicht auf. Sie waren für mich da und ich bin für Sie da. Wenn Sie so nett wären, hätte ich einen Vorschlag, der uns ohne weiteres Blutvergießen von der Talos 1 wegbringt. Tun Sie Dahl einfach nichts an, bevor wir ihn persönlich sprechen können. Ich will ja gar keinen anquatschen, aber die haben Probleme mit mir. Jetzt soll ich wieder zu Equal? Wie kommen da drüber? Du bist ja hier gar nicht mehr sicher. Fick mich fett, Mari. Bis dahin, dann wieder dorthin. Vorher hattest du wenigstens so die Erhabenheit des Verdachtes, dass du was selbst entscheiden kannst. Guck mal, kann ich doch noch hier deaktivieren. Ich will die erstmal deaktivieren, sonst ruppen die mich. Munition habe ich nicht. Ich will kann 2 Sekunden warten. Ich hätte ihm nicht das Leben retten sollen. Lass deinen Strahlemann woanders. Ich weiß, dass viele von Ihnen Angst empfinden und Wut. Vielleicht geben Sie mir die Schuld dafür. Aber ich glaube nicht, dass ich... Oder? Ziele nochmal kurz nachgucken. Commander, da können wir mich ein Tracking ab. Das Arbeit in den Daten. Ich muss das Personal-Tracking-Arbeitsterminal finden. Meine ID-Nummer 0913 eingeben. Wer ist es hier, wo ich das machen kann? Oh, Bremse reinhauen. Ne, hier kann ich nur das Laufwerk machen. Dann ist es noch oben. Der Vorstand Ihnen gesagt hat, aber Sie sind dem nicht gewachsen. Rufen Sie Ihre Operator zurück. Oder helfen Sie uns wenigstens, die Typhon zurückzudrängen. Wir sind kurz vor dem. Ihr Bruder mag Mikrofone, Scheinwerfer. Oh, der sieht aber übel aus. Er kann nicht widerstehen. Er steht gerne im Raum. Mich versteckt. Und Sie laufen herum wie eine nervöse Ratte. Ich höre Sie. Wie sie an den Kabeln knabbern und in die Ecken scheißen. Versuchen sie ihr Chaos zu retten oder sich aus dem Staub zu machen. Ich bin auf alles vorbereitet. Aber das ist wahrhaftig ein Meisterwerk. Sie können stolz sein. Bist du nun neidisch? Hier. Ach komm, Mimik, ich hab keine Zeit für dich. Das ist nicht das Terminal. Ist hier irgendwo? Was ich hier machen konnte? Cool, 913 war das doch, glaube ich, ne? Morgen, you. Ja. Ja. Deaktivieren. Clevere Laborratte. Ich sehe sie nicht mehr. Ihr Bruder wird nicht so viel Glück haben. Ich hab ihn fast. Oh.
Dann verdammt hoch springen, du Scheißding. Boah, denn ist da auch nur Scheiße drin, du. Nicht. Ein bisschen Y. Eieieiei. Jetzt labern sie mich aber zu, ne? Oh Gott sei Dank. Ich habe versucht, irgendjemanden aus meiner Kontaktliste zu erreichen. Ich bin im Traumazentrum. Ich wollte hier Vorräte suchen. Ich habe mir beim Stromausfall den Arm gebrochen. Jetzt sitze ich fest. Aliens vor der Tür. Könnte hier wirklich Hilfe brauchen. Aber wie brauche ich denn eigentlich? Next und dann. Oh, Nummer 8. Hier ist wirklich gar nicht zusammen. Sieben Stück. Die definitiv nicht zusammen. Weil dann vorher, glaube ich, die Sperre aktiv wird. Außerdem gebe ich es lieber für Munition aus. Da bin ich immer knapp besessen. Also man kommt ja hier so schwer an die metallischen Sachen dran. Hier noch irgendein Schrott? Nee, natürlich nicht. Wieso Stufe 4? Warum? Ich komme. Aber bitte nicht so laut kommen. Jetzt habe ich wenigstens mein Tracking-Armband deaktiviert. Immer viel wert. Operator dort. Die mir aber hier voll auf die Knappe. Dafür, dass ihr mich nicht scannen könnt und wisst, wo ich bin, seid ihr ganz schön nervig. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, Alter. Jetzt heißt es wieder Hände in die Füße. Die Füße in die Hände nehmen und laufen. Bitte zeigen Sie sich nicht. Ich zeige mich nicht. Du bist fremd. Mir wird beigebracht, nicht mit fremden Robotern zu sprechen. Das wird heiß. Aber wenn jetzt so viele von diesen Militärdingern da sind, ne? Warum greifen die jetzt nicht die Typhons an? Ein interessantes ist ein Argument, ja. Ja. Ja, okay, ich bin gefährlicher. Muss das sein. So, ups. Also, gehen wir jetzt mal wieder zu Igwe. Wo er mir das nicht so erzählen kann, keine Ahnung. Mann, die Betäubung ist endlich ganz raus aus der Fresse. Achtung, die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Ja, nö, keine Zeit für. Noch ein hoch. Hier, jetzt sind hier auch schon diese komischen. Ist auch noch da? Morgen. Ich dachte schon, Dahl oder sein Rettungsteam hätten sie abgefangen. Das sind NCN9 Blackbox Operator. K9
kein Rettungsteam. Rettung steht nicht auf Ihrer Befehlsliste. January, nicht jetzt. Ja, natürlich. Aber Dahl, sein Eintreffen könnte uns helfen, falls Sie ihn nicht getötet haben. Also, Dahl hat verschiedene Neuromods erhalten. Einen Standardsatz aus Kampf, Taktik und Verhörmods, wie Sie schon wissen dürften. Ihr Vater, das Direktorium, ist sehr gründlich. Dr. Igwe, legen Sie Ihre Schlussfolgerung bitte morgen dar. Igwe, kommen Sie zum Punkt. Also, naja, es ist so. Dahls Mods sind frühe Betas der Serie C und anfällig. Daher sieht ja einige Dinge ein wenig konservativ. Wenn wir sie entfernen, vergisst er vielleicht seine Mission hier, hat aber immer noch Zugang zum Shuttle und wir damit zu einem Weg nach Hause. Vorausgesetzt, sein Wissen als Pilot bleibt unversehrt. Es ist ein Risiko, aber ich glaube, das ist es wert. Er müsste natürlich überwältigt werden. Ich fürchte, diese Aufgabe würde Ihnen zufallen. Auf der Station lebt niemand mehr, der das Shuttle fliegen kann. Ein Versuch ist es wert. Und es wurde schon genug getötet. Schmerzfreie Prozedur. Sind wir mir klar, dass ich das machen muss? Morgen. Soll das ein Witz sein? Du bist ein Witz. Ich glaube, das ist nicht so viel. Boah, ey, das ist doch furchtbar. Wieso muss ich so eine Scheiße immer machen? Ja, das ist hier Mr. Glass. Als Sonderauftrag. Das ist das Traumazentrum fest, der hat mich um. Mann, wieso, was wollen die immer alle von mir? Was machen die eigentlich, wenn ich nicht da bin? In der Nase popeln? Das ist ein Argument, Schatz. Das ist ein Argument. Hm? Aber auch überall ein hin, wa? Servus. Das eins einer zu tief. Ja, es war einer zu tief. Oh. Luther, du bist tot. Ja, es war ein Hinterhalt. Ich bin eindeutig zu nett für diese Welt. Diese Welt ist so schön, so schön. Hey, wie komme ich nicht weiter dahin? Du hast mindestens 20 Objekte recycelt. Oh, scheiße, da ist noch einer. Oh, dieses Wechseln ist so scheiße hier. Aber hey, wir haben es überlebt. Das Einzige, was zählt. Ich habe ein bisschen mineralische Sachen. Und ein paar Reparatursachen. Was, den Hintern? Wieso? Ne.
jetzt schon außer Gefecht gesetzt? Ursachen. Ja, stimmt ja, ihr werdet ja da hinten gedrückt. Kann ich das eigentlich auch deaktivieren? Nee. Ja, ja, komm rüber hier. Tschüssi. So. Haben wir doch die Aufgabe trotzdem erledigt. Wenn es ein Reinfall war. Schalte Dahl aus, aber nicht töten. Ich mag diesen Zusatz gar nicht. Nicht töten. Fällt mir nicht. Wo ist der hier? Gar nicht angezeigt. Oh, das Ding verfolgt ja rein. Oh, Penetranto. So, das heißt, wenn mir das nicht angezeigt wird, gehört das automatisch hier mit zu. Das heißt, muss lieb und nett sein. Denke ich nicht auf meiner To-Do-Liste. Wenn ich lieb und nett sein muss, muss ich denken, dass ich mit dir rede, damit ich ihm nichts tue? Eine Logik. Alter. Hä? Ja, Schwiegermutter. Ja, ja, ja. Damit kann ich was anfangen. So. Ich muss in die Richtung. Ja. Nein, ich zeig mich nicht. Geh weg. Ich habe darüber nachgedacht, was sie getan haben. Was sie tun. Wir müssen alle unserem Wesen folgen. Egal, was Psychologen und Priester auch sagen. Und ihr Wesen, da hatte ich schon immer recht. Sie sind wie eine Ratte. Erfinderisch, gerissen. Aber ihr Geist ist verseucht. Diese Station ist ihr Labor. Das Experiment war ein Fehlschlag. Und natürlich wissen sie, was mit Ratten passiert, wenn sie nicht länger gebraucht werden. Naja, mein chinesisches Tierzeichen ist Ratte. Nehme ich gerade so ein bisschen persönlich. Ich glaube, du kannst nicht überleben, du. Entriegeln. Paradox, ich komme. Nur ich kann helfen. Das baut mich nicht gerade seelisch auf, Alisea. Was? Und? Danke? Waren wir noch nicht. Machen die Phantoms ganz schön schnell fertig. Oh, Munition. Der ist im Schnaps! Endlich. Entschuldigung, Leute. Hallo, ist hier jemand?
ja auf Toilette schon was geklaut. Ja. Mann. Jetzt kann ich sie nehmen? Ich starre in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es.